Willkommen zurück bei Ni no Kuni, liebe Freunde. Ja, wo wir heute nochmal hier zu den brennenden Bergen gehen werden, wo wir ja tatsächlich noch ein paar Samen sammeln müssen, das Tagebuch von Inspektor Columbo finden und ich glaube sogar irgendwie ein paar Pets mussten wir besorgen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ach, die flüchten schon. Da hinten blinkt was. Eventuell ist das ja... Huch, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist schon wieder eine Kante. Eventuell ist das ja tatsächlich schon das Tagebuch hier oben. Ah, der sieht uns. Den machen wir. Eventuell finden wir ja tatsächlich auch noch dieses Zweihorn, was wir ja in den letzten Folgen tatsächlich zähmen wollten. Fangen wir wieder mit Seppo an, der mit Traumschaum wieder die Gegner wäscht. Und einfach mal wegburstet. Ja Mensch, das ging ja schnell. Gut, und damit haben wir das Duell auch gewonnen, einfach weil Seppo wieder krassen Schaden austeilt. Soll uns ja nun mal recht sein. Und wir haben neue Stufen auf Nashi, unseren schönen Drachen, den wir ja auch noch nicht wirklich viel gespielt haben. Müssen wir mal schauen. Einen scharfen Samen. Ich sollte, glaube ich, derer 3 finden. Gucken wir uns mal hier weiter um. Machen wir hier das Ding. Ach, es flüchtet, ja, dann brauchen wir es nicht machen. Da vorne haben wir, glaube ich, so ein Zweihörnchen. Ist jetzt hier die Brücke wieder weg? Nein, wir erhalten einen scharfen Samen. Die Brücke ist da vorne, habe ich gesehen. Das ist gut. Dann müssen wir hier das Ding nicht mal machen. Vielleicht können wir das ja tatsächlich zähmen. Wäre ja wirklich von Vorteil. Hab ja gehört, dieses Zweihorn soll ganz gut sein. Wir wechseln wieder auf Esther und Seppo. Ja, und Traumschau. Heiße Luft gegen Traumschaum und wir gewinnen. Ja, so soll das sein. Das ist ja nicht verkehrt. Gut. Was haben wir denn hier? Nichts Neues. Keine Level-Ups. Keine Punkte, kein Nix. Gut, schlagen wir uns mal hier über die Brücke. Da vorne sehe ich ja schon was blinken. Zähmen konnte ich auch nichts, weil ich die wahrscheinlich wieder zu schnell getötet habe. Ich weiß es nicht. Der flüchtet, das soll uns recht sein. Sacken wir hier mal das blinke Dingsi ein. Da halten wir ein Auerblümchen. Der sieht uns, ja dann machen wir den doch auch noch. Sind wir ja gar nicht so. Butzelmännchen A und B. Ja. Und wir bleiben erstmal bei Seppo. Der ist ja ganz gut drauf, der Typ. Und machen unseren Traumschaum. Treffen wieder beide. Und bürsten sie weg. So soll es sein. Nun gut. Was haben wir denn sonst noch hier? Neue Stufe auf unserem Goldie. Den haben wir ja auch noch nicht viel gespielt. Wie gesagt, das müssen wir uns alles mal angucken. Gut, sacken wir das hier ein. Das sind die dritten scharfen Samen. Jetzt muss ich tatsächlich mal ins Tagebuch gucken, was ich hier noch alles machen musste. So, beendet, beendet, beendet. Da haben wir ja schon viel gemacht. Das Lunchpaket. Ach nee, das haben wir auch abgeschlossen. Was denn? Ein Waldbewohner? Das wissen wir noch nicht. Da, der König. Was brauchen wir denn da? Würze des Lebens, Reis und zartes Fleisch? Aha. Was war das? Die er studieren will. Das war der Turban-Typ und... Okay, ein Katzbuckel. Ein Mann in Katzbuckel? Achso, das war das, was wir schon fertig hatten. Notizen vom Vulkan. Sollte unter einem Baum unweit des Fußes der Qualmhöhe liegen. Gut, das müssen wir also noch machen. Jetzt ist die Frage, wo ist der Fuße? Hier bin ich, glaube ich, schon wieder in der Qualmhöhe. Da bin ich dann wahrscheinlich zu weit. Aber wir können einmal unsere Mana und Lebenspunkte fix voll machen. Machen wir auch direkt mal. So, die sind... Nein, ich möchte noch nicht speichern. Dafür haben wir zu wenig geleistet. Also gehen wir mal hier wieder raus und gucken mal, ob wir draußen dementsprechend noch irgendwo hier einen Baum finden. Wüsste gar nicht wo. Vielleicht da... Aber hier sehe ich nichts. Und letzte Mal hat er das Tagebuch ja auch einfach so gefunden. Da oben ist auch nichts, oder? Da ist wieder der Aus... Ach, Moment, 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 Moment. Ne, da kam ich her. Besser gesagt, da gehe ich in die Qualmhöhe. Da will ich ja nicht wieder hin.
Dann haben wir da hinten nur noch Bäume. Gucken wir uns hier nochmal um. Aber hier ist auch nichts. Wo hat der gute Columbo denn sein Tagebuch verloren? Gucken wir uns da hinten nochmal die Bäume an. Irgendwo muss das Ding ja sein. Hämmer hier auch mal die ganze Zeit schon irgendwie X, aber wie gesagt, beim letzten Mal hat er das ja auch so entdeckt. Ich weiß nicht, wo es sein soll, liebe Freunde, wenn ihr da einen Tipp habt, beziehungsweise ich es nicht finde. Was ist das denn da? Ups. Ja, ja, nichts überstürzen. Ist klar. Aber hier ist auch nichts, was ich überstürzen könnte. Da kommt nämlich nur das nächste Duell. Lichtlein A und Lichtlein B. Wir haben ja wieder volle Energie auf Seppo. Der wieder Traumstaum kann. So. Und einfach mal die Gegner wegbürstet. So muss das sein. Das hält die Duelle wenigstens schön kurz. Das ist ja super. Gut. Ein Fluchtvereitler. Was immer das jetzt auch schon wieder ist. Wir nehmen es mal mit. Gucken wir uns hier mal weiter um, ob wir hier vielleicht irgendwo dieses Tagebuch finden. Das wäre ja nicht schlecht. Dann können wir die Quest nämlich auch abgeben. So, aber hier... Ah! Das Tagebuch von dem Alten. Bloß ein bisschen angekokelt. Naja, das packen wir ein. Gut, dann haben wir das auch. Wir haben die Samen, wir haben das Tagebuch, dann sind wir hier unten ja, glaube ich, fertig. Da vorne sehe ich noch ein Zweihörnchen. Können wir ja mal gucken, ob wir das vielleicht einfach mal jetzt fangen können. So, dann nehme ich jetzt mal Wichti. Und Wichti macht bitte Schaden auf dem da. Oh, der trifft natürlich auch extrem gut. Lichtsichel, goldene Gelegenheit und Klingenwirbel. Ja, machen wir doch mal. Ist natürlich toll, dass bei solchen kleinen Gegnern jetzt das Special hier droppt. Ja gut, das schnitter ich jetzt wahrscheinlich zu Tode. Ich hätte es ja gerne gezähmt. Schade, schade. Naja, hat nicht sollen sein. Dann können wir hier natürlich auch weitermachen. Oh, neue Stufe auf Wichti und schon wieder auf Naschi. Das geht ja schnell. Naschi erlernt den Trick Tornado. Ja, Mensch. Wie gesagt, die müssen halt nur noch ein bisschen vom Level ansteigen, damit sie halt konkurrenzfähig werden. Wie gesagt, auf diesem niederen Level kann ich die ja noch nicht wirklich einsetzen. So, ich guck mal, wo haben wir denn hier die nächste Monsterjagd? Da oben haben wir eine. Und da unten haben wir eine. Und da haben wir eine. Also drei Monsterjagden haben wir hier noch offen und wir müssen da unten nach Laguna. Dann nehmen wir die als letztes mit. Fangen wir, glaube ich, bei der Monsterjagd da oben an. Machen dann den Abstecher nach Al-Kuwait, würde ich sagen. Oder, wo ist denn die rechte? Gucken wir nochmal. Die ist genau gegenüber. Ach komm, wir laufen einmal quer durch. Machen hier diese explodierende Granate mit. Was immer das auch war. Funkenverkehr und der Gastiger. Gut, mit denen mache ich jetzt aber kurzen Prozess mit Seppo. Einfach wieder mit Traumstaum. Einfach abwaschen. Oh, ich habe, glaube ich, nur einen erwischt. Das war nicht so schön. Aber das müsste Wichti jetzt ja auch ganz geschickt machen. Ja, macht er auch. Gar kein Stress hier gegen diese einfachen Kollegen. Da haben wir jetzt ja schon doch Erfahrung mit. Gut. Dann haben wir das ja hier auch gemacht. Und können uns weiter in den Westen schlagen. Um da diese letzten Monsterjagden noch zu absolvieren. Und dann auch einmal zurück natürlich nach Al-Kuwait, wo wir ja auch noch ein paar Quests abgeben können. Nur diese Monster weiß ich nicht, wo ich die fangen können sollte. Ich glaube, das ist mir jetzt aber auch egal, weil hier so mit Monster fangen habe ich es ja nicht so wirklich. Die, die ich fangen will, kriege ich nicht gefangen und dann hier der Typ, ne, für die Quest. Muss jetzt ja auch nicht sein. Ich glaube, wenn ich mal eine Quest nicht mache, wird jetzt ja die Welt hier in Ni No Kuni wahrscheinlich auch nicht untergehen. Und durch die ganzen Quests, die ich jetzt schon hier gemeistert habe, müsste ich ja doch einige Stempel kriegen und dementsprechend auch wieder einige Stempelkarten, die ich dann abgeben kann. Huch, da oben fliegt. Kann ich jetzt leider nicht hochscrollen. Da oben fliegt so ein Drache oder Vogel. Keine Ahnung. So, wir müssen weiter nach da oben irgendwo, wo dieser Special Mob ist, den wir brauchen.
Wie gesagt, die werden ja glücklicherweise als blaue Punkte auf der Karte angezeigt. Das finde ich ja wenigstens mal sehr lobenswert und bin ich auch dankbar für, dass ich mir hier nicht noch durch die Gegend suchen muss. Oh, da blinkt was direkt zwischen diesen Kakteenbüscheln. Nehmen wir das doch mal mit. Was haben wir denn hier? Eine Mondmorchel. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Schadet aber wahrscheinlich auch nicht. So. Oh, der sieht mich. Ja komm, machen wir den mal dicken Kaktusmann doch hier mal. Keine Ahnung. Bambino und Lumpenschirm. WTF, was ist das denn? Seppo, mach die doch mal bitte sauber. Mal gucken, was die aushalten. Jetzt augenscheinlich nicht so viel. Aber sie sind weg. One Hit. Dank Magic Seppo. Oh, hätte ich echt nicht gedacht, dass der hier unser Top-DDler wird. Und Olli hat eine neue Stufe. Lafke und Goldi. Und Baban. Olli hat 20 erreicht. 9. Viele, viele bunte Level-Ups. Schadet ja nicht. Ich glaube an der Stelle da hinten. Was ist das da für ein Roadrunner? Ja, das ist glaube ich den, den wir fangen müssen. Der Roadrunner hat da einfach mal so durch die Gegend. Bleib mal stehen. So, den kräftiger angreifen. Ja, klar. So, der kräftiger. Ich denke mal, der wird vielleicht stärker sein. Deswegen spiele ich mal mit Wichti und greife den auch sofort an. Jo, jo. Aber Schaden macht er jetzt nicht viel. Also das ist noch im grünen Bereich. Und dann ist er auch Geschichte. Ja, gar kein Stress. Also wie gesagt, hier bin ich tatsächlich jetzt schon gut dabei. Und Nika hat auch eine neue Stufe. Ja, Monsterjagd abgeschlossen. Ich kann beim Monsterjagd-Express meine Belohnung einfordern. Das tun wir auch gleich. Wie gesagt, dann steht die Folge nochmal im Zeichen, naja, ich nenne es mal der Organisation des Nachquestens. Und dann mache ich mich auch wieder auf den Weg, die Story zu verfolgen. Wie gesagt, sorry dafür, dass es so lange gedauert hat, bis ich hier diese ganzen Sachen rausgefunden habe. Diese Folge benutze ich auch nochmal eine andere Aufnahmesoftware, eine andere Aufnahmemethode plus auch das Audio könnte ein bisschen anders sein, weil ich mein Audio-Interface nochmal neu aufgesetzt habe. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, werde ich den Fehler natürlich in der nächsten Folge schnellstmöglich korrigieren. Aber schauen wir mal, wie das Resultat... Huch, die springen natürlich zur Seite und ich kann hier diesen Dickschädel machen, das ist super. Den Schädelsoldaten. Ja, gucken. Oh. Here we go. Dale hat natürlich auch noch ein Gefolge dabei. Da nehmen wir natürlich wieder unseren Seppo, der jetzt alle mal abwäscht. Muss ja wahrscheinlich funktionieren. Huch. Ach, er schnittert jetzt. Ich denke schon, was macht er denn? Ja gut, da muss ich jetzt ja schon fast nicht mehr, quasi irgendwas tun. Weil da kann ich die auch mit einem Punkt hauen. Oh Mann, macht ja wichtig quasi hier alleine mit seinem Schnitter. Na gut. Soll mir ja jetzt nicht unrecht sein. Dann haben wir das auch erledigt. So, Monsterjagd abgeschlossen. So habe ich mir das doch vorgestellt. Und wir können jetzt zurück nach Alcubyte. Mal fix eben. Und die ganzen Quests abgeben. Ich glaube, da haben wir ja dann doch einiges geschafft. Ich hoffe, die greifen wir mal. Die flüchten alle. Das ist ja nicht ganz falsch. Oh, da sehe ich ja noch was blinkern. Hier in dieser Lagune. Ich glaube, das haben wir uns ja auch noch nicht angeguckt. Das holen wir uns mal, was immer das auch ist. Flasche Quellwasser. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo questrelevant war, aber gucken wir einfach mal durch. Gut, gehen wir mal hier rein und sagen mal in Alcubyte schönen guten Tag. Wir sind die Monsterjäger und möchten bitte ganz, ganz viele Stempelkarten abgeben. So, gucken wir nochmal, was der haben wollte. Das war der Quest-Tiny mit den Pets, ne? So, ich brauche eine Spezies... Eine Barbarenstaude war das und ein lila Turban. Ja, und die ging wieder nicht mit... Hier hast du nicht gesehen, mit... nicht hier im... Wie hieß denn dieses Röhrensystem, wo ich die Pets verschlauen konnte? Da ging es nicht. Und es ging, Ich musste die halt in meinem ganz normalen Stack haben.
So. So, bei den Feuer. Du hast ja alle Zutaten gesammelt. Aha. So, es ist vollbracht. Du besitzt eine Portion der heiß begehrten Würze des Lebens. Ja, das ist ja nicht falsch. Gut, dann kann ich die Quest ja da hinten in der Currybude auch abgeben. Und ich kann den hier mal anquatschen und sagen, ich habe ein paar Aufträge fertig. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ja, hier, Prämie einfordern, der Gemüsedieb. Mach mal. Habe ich. Monsterjagd abgeschlossen. Schartiges Schwert, 50 Gulden. Und Stempel. Ja, Mensch. So, was haben wir hier? Irgendwas habe ich abgeschlossen. Erjagt. So wie erschossen, einfach mal erjagt. Gut. 4 Kugeln, salziges Eis, 80 Gulden und Stempel. So, was haben wir hier? Abgeben. Monsterjagd abgeschlossen. 5 Riegel Milchschokolade und 200 Gulden und mehr Stempel. Was haben wir hier? Schienbeinschild. 200 Gulden und nochmal Stempel. Boah, das geht ja hier wirklich Schlag auf Schlag, liebe Freunde. Vor allem gibt es dadurch halt massig Geld und Gedöns und ja, das wird man wahrscheinlich alles sinnvoll gleich noch irgendwie mal auf die kleinen Tierchen verteilen können, die ganzen Ausrüstungsgegenstände. So, und wir sind bei Karte Nummer 5. Gut, dann sind wir ja hier fertig. Was kann ich mir denn abholen? Wie viel habe ich denn? Gesammelte Stempelkarten 2. Also ich könnte mir hier noch was abholen. Macht es dir einfacher, dich von hinten an Gegner anzuschleichen. Finde ich persönlich jetzt nicht so wichtig. Gestaltet deine Sammelaktion hin und wieder etwas erfolgreicher auch nicht. Erlaubt es dir ein wenig schneller über die Hügel und Ebenen der weiten Welt zu laufen. Das finde ich nicht schlecht. Springen ist natürlich auch zwar nett, weil ich mich sonst am Boden festgetackert fühle. Aber ich nehme mal tatsächlich erstmal diesen Läufer. So, und bin jetzt wahrscheinlich ein wenig schneller. Und ja, die andere Karte, ich weiß ja nicht, wann ich das hier freischalte. Von daher spare ich mir, glaube ich, die Karte erstmal auf. Und gib mal ein paar andere. Ja, ja, da kann ich mir schon noch. Jetzt habe ich den nochmal angequatscht. Kann ich ja nochmal gucken, ob es hier noch Monsterjagden gibt. Horror der Händler. Was war das denn? Die Bestie muss. Was? Am Fuße der Qualmhöhle. Ein hitzköpfiges Monster will die Qualmhöhle zum Ausbruch bringen. Am Fuße der Qualmhöhe, da war ich doch. Östlich von Laguna, das ist markiert, aber das nicht. Oh, gibt's da viele Stempel? Okay, also da müsste ich ja tatsächlich nochmal gucken. Am Fuße der Qualmhöhe. So, gibt's hier noch was Neues? Nein, ist alles im Gange. Gut, dann können wir hier wieder raus. Dann frage ich mich aber, warum das gerade nicht markiert worden ist. Ich war doch die ganze Zeit an der Qualmhöhe. Komisch. Egal, gehen wir mal hier weiter und gucken mal, was wir hier noch an Quests abgeben können. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, wen haben wir denn da oben? Das ist Inspektor Columbo hier. Da können wir tatsächlich sein Tagebuch abgeben. Der wird sich bestimmt jetzt auch freuen. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Das ist Ihr Tagebuch. Na sowas, du bist großartig. Ein Schatz, ein Kamerad erster Güte. Ja, wäre schön, wenn es nicht hier in der nächsten... Eine... Was? Schimmernde... Ja, wie auch immer. Ne? Ihr wisst schon. 3 Stempel, irgendein Gegenstand, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und der gute Columbo kann in die nächste Stadt gehen und da wieder sein Buch verlieren. Ich habe nämlich das Gefühl, das entwickelt sich so ein bisschen hier zum Running Gag. Gucken wir doch mal da bei der Currybude, ob wir uns jetzt eine Currywurst holen können. Oder ob der jetzt immer noch irgendwas haben möchte. Der gute Sindbad, man weiß es nicht. So, bei den Vorvätern, was gibt's denn hier? Das berühmteste aller Currys. Mhm. Huch. Ja, dann mach mal. Savor the flavor of the legendary Tikka Masala. Wow, this smells great. It really does. Wow. Sorry, man, I just can't hold back. I'm going in. Yeah, me too. Here goes. Oh.
Crikey! This spicy beef and veg is a marriage made in curry heaven. The Raj Mahal is a spicy oasis in a desert of disappointment. I never had it before, but this is the best curry I ever ate. You are surprised and elated, I see. The Sheikh's special spices never fail. The delicate harmony of spice and tender beef intertwining with the subtle aromas of you. But they are not listening to a word I say. Oh, well. Eat, friends, and be merry. Raj's curry pot never runs dry. Yippee! Ich bin euch auf ewig dankbar. Gut. Da haben wir den Raj ja wirklich geholfen. Dem guten Rajesh. 5 Schüsseln Tikka Mahala und 200 Gulden. Und 4 Stempel. Ja, das geht ja wirklich hier flup, flup, flup. Gut, dann haben wir ja hier, glaube ich, auch in dem Laden alles erledigt. Bis auf die Pets zu sammeln. Und da habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel Interesse dran. Gucken wir doch nochmal, warum da unten an der Fuße der Flammenhöhle, Qualmhöhe, das ist wieder das sexy Lady hier, nichts markiert war. Weil die anderen Monsterjagden waren ja tatsächlich markiert, nur diese eine halt nicht. Und das fand ich ein wenig verwirrend. So, mal raus kurz hier aus der Stadt. Und mal gucken, warum da unten nichts ist. So, Karte, Fuß der Qualmhöhe. Da ist aber nichts. Also wie gesagt, da ist nichts. Oder der meinte tatsächlich diesen Boss-NPC, wo, ne? Dass das der Mob war, weil es gab ja so viele Stempel. Moment, wie war denn die Beschreibung? Muss ich mal ganz kurz gucken. Monsterjagden. So, Lava-Wahnsinn. Ein hitzköpfiges Monster will die Qualmhöhe zum Ausbruch bringen. Das wäre eine Katastrophe. Die Bestie muss aufgehalten werden. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich der Boss gewesen sein. Also, würde ich jetzt tippen. Also, ne? Und das habe ich dann wahrscheinlich irgendwie, ja, verpasst, weil ich es nicht rechtzeitig angenommen habe. Von daher ignoriere ich das jetzt an der Stelle einfach mal. Weil ich war ja gerade da und da unten habe ich ja nichts gesehen, was ich augenscheinlich hätte nochmal angreifen sollen. Schlagen wir uns tatsächlich mal in Richtung der Lagune vor, durch. Wobei ich nicht gerade, ja doch ein bisschen schneller würde ich sagen, bin ich als vorher, aber jetzt nicht so Hyperspeed-atommäßig. Oh, hier sind neue Gegner, neue Monstertypen. Muss ich wahrscheinlich, ja, die greifen mich an. Das heißt, ich bin gleich oder unter Level. Aha. Flattermaus und Raubkätzchen sieht aus wie der gestiefelte Kater. Ich hoffe, ich kratze jetzt nicht ab. Seppo, mach mich stolz. Mach uns glücklich. Ja, das sah ja jetzt nicht falsch aus. Aber die leben tatsächlich noch. Moment. Ich möchte bitte auf Esther. Und ich möchte dieses Pet, egal was es ist, zähmen. Weil ich weiß ja nicht, ob man das vielleicht nachher braucht oder nicht. So, die Flattermaus ist gezähmt. Packen wir einfach mal ein. Ich weiß nicht, ob der die automatisch dann in diesen komischen Röhrenkasten steckt oder ob ich die jetzt nicht mitnehmen kann. Gucken wir einfach mal. Flattermaus behalten möchte ich. Flatter, Flappy, Flachs, Beißerchen, Flatter, Flappy. Ach, Flachs ist cool. So. Ja, ja, mach mal fertig. Gut, dann haben wir den ja schon mal eingesackt. Schadet ja bekanntlich nicht. Oh, hier geht's natürlich ja dann wirklich wieder Schlag auf Schlag. Natürlich das gleiche Duo. Wir machen natürlich weiter mit Seppo. Und Traumschaum auf beide nach Möglichkeit. Oh, das ist nicht auf beide, sondern nur auf einen, glaube ich. Das war nicht so schön. Ja, komm. Wir haben ja kaum noch Mana. Nehmen wir mal ihn hier. Gucken wir mal, was der kann. Machen wir mal mit Kraft sammeln. Und jetzt ein. Los geht's. Boah, das ist auch so ein behäbiges Ding. Also. Lol. Die sind natürlich, also Drachi und Goldprot sind beide sehr, sehr langsam. Finde ich jetzt nicht so schön. Da gefällt mir tatsächlich der gute
Lovegewässer, weil der wenigstens noch schnell dabei ist. So, da kann ich was looten. Das tue ich mal. So, was haben wir hier? Ein Schwammstein. Was auch immer das jetzt ist. Moment, jetzt habe ich mich einmal um meine eigene Achse gedreht und habe mich verlaufen. Ah, jetzt muss ich ja wirklich hier alles machen. Ich wollte eigentlich die Folge gerade beenden. Was? Unferkel und wieder so eine Fledermaus. Ja, hier ist da Seppo. So, mach mal was. Ja, so, jetzt auf ihn ein Traumschaum. Noch habe ich das Mana und beide wegbürsten. Das wäre gut. Ja, zumindest ein. Nee, kein. Huch. Oh, Mana. Mana. So, ein bisschen Mana schadet nie. Aber wobei, mit dem in den Nahkampf zu gehen, ist auch nicht der beste Plan. Mach doch mal tot, wie ich die. So, mein Leben. Zack, habe ich. Gut. Ich wollte eigentlich nur noch fix dieses Monster holen. Ich kann ja nicht ahnen. Sonnentropfen, Planetentropfen, da könnte ich auch wieder ganz viel evolutionieren. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss da so um die Bergkette rum und dann da irgendwo, ich glaube da über die Brücke. Ne, da ist keine Brücke, aber da müsste eine Brücke sein. Ach, da kann ich wieder eine Brücke zaubern. Ach Gott, oh Gott, beim letzten Mal hatte ich ja ziemlich schlechte Erfahrungen mit Brückenzaubern in Gebieten. Ja, komm, mach doch mal hier eine Brücke fertig. Oh, nein, falsch. Das da bitte. Und dann schauen wir mal. Gut. Ob ich da schon hin kann oder ob das mein Todesurteil ist. Aber das, liebe Freunde, schauen wir uns in der nächsten Folge von Ni no Kuni an. Ich habe Angst, ich speichere hier jetzt nämlich mal zwischen. Moment, speichern ging so und Start drücken. Haben wir diese Folge ja schon was geschafft. Ich gucke, ob die Aufnahme, die Qualität oder der Ton in Ordnung waren. Render das erstmal und spiele dann an der nächsten, in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weiter, wo wir dann das Monster da fangen und uns dann weiter in Richtung Laguna begeben. Schauen wir einfach mal. Ich sage, bis dahin.